Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu WoW Classic. Ja, beim letzten Mal sind wir wieder mal ein bisschen in den Düstermarschen rumgeirrt. Und heute geht es damit auch weiter. Wir leveln einfach mal ein bisschen in einem anderen Gebiet. Wir haben hier unter anderem vom Unteroffizier Lukas eine Quest. Und wir gucken mal, was der gute Lukas zu sagen hat. Wir haben für den übrigens letzte Woche Raptoren gefangen. Wir tun, was wir können, um die Räuber der Grimm-Totem in Schach zu halten, aber sie greifen den Turm immer wieder an. Was noch viel schlimmer ist, die Speer unserer Patrouillen, die vom Hauptmann entsandt wurden, Hauptmann entsandt werden, um Informationen zu sammeln und die Straße zu sichern, wurden von ihnen entdeckt und entführt. Ich vermute, dass die Gefangenen zum Dorf der Schwarzhufe im Nordwesten gebracht wurden. Wie ich die Grimm-Totem kenne, tragen die Verteidiger des Dorfes die Schlüssel mit den Käfigen der Gefangenen bei sich. Mir ist egal, wie, aber bringt mir meine Männer Leben zurück. Jetzt, da wir unsere Raptoren haben, besteht unser nächster Schritt darin, sie für einen Angriff für die Grimm-Totems im Dorf der Schwarzhufe im Nordwesten zu animieren. Ich habe hier noch eine übrig gebliebene Lende von einem, nun, eigentlich ist es ja auch völlig egal, was es ist. Ihr werdet dieses Fleisch als Köder verwenden. Platziert es in der Nähe der Windmühle im Zentrum des Dorfes der Schwarzhufe. Die Raptoren werden sich um den Rest kümmern. Auf dann. Gut, dann geht's heute zu den Grimm-Totems. Dort waren wir beim letzten Mal schon so ein bisschen. Ja, wir haben beim letzten Mal thematisch so ein bisschen Technik angehaucht. Haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Ja, und diese Woche habe ich natürlich keine. Also hier haben wir übrigens eine Escort-Quest, das kann ich euch schon mal erzählen. Die machen wir entweder danach oder gar nicht, weil ich Escort-Quest nicht so besonders geil finde. Ich muss aber auch sagen, die hier sind natürlich jetzt sehr unterlevelt, ne? Die sind Stufe 36. Wir sind hier schon ein bisschen über dem Level, aber ist auch mal ganz entspannt, hier vielleicht ein Level mal woanders zu vollbringen. Thematisch habe ich heute ehrlich gesagt nichts wirklich Großes, was man besprechen könnte. Das heißt, wir gucken einfach mal, wie das Ganze so läuft. Also wir müssen hier die Verteidiger machen. Heißen die extra? Ja, ich habe gestern nach fast 3 Wochen habe ich gestern mal wieder gestreamt. War sehr schön, muss ich sagen. Ich habe mich darüber gefreut, dass sogar ein paar Zuschauer dort waren. Morgen gibt es dann ein bisschen WoW-Content wieder. Einfach mal so zur Abwechslung. Weil ich will natürlich jetzt nicht nur Guild Wars machen. Und dann muss ich heute definitiv mal dran denken, dass ich Klaber schreibe für Sea of Thieves, ob der Mittwoch da ist. Ich vermute aber fast, dass das nicht der Fall ist. Vexan müsste Mittwoch eigentlich Zeit haben. Das heißt, wir sind auf jeden Fall zu dritt. Und das ist schon mal eine gute Partie. Sehr schön, hier haben wir einen Schlüssel. So, wir sollen das Ganze an der Windmühle positionieren. Das ist die Frage. Wo ist die Windmühle? Da vorne ist die Windmühle. Ja, Blizzard hat ja, ich glaube, das habe ich letzte Woche schon erzählt, jetzt 9.1.5 angekündigt. Und ich hoffe ja irgendwo, dass sie wirklich noch die
Inselexpedition offiziell mit einbauen. Aktuell sind ja eher so kosmetische Dinge so ein bisschen im Vordergrund. Und ein paar Affixes bzw. ein paar Spielerleichterungen. Unter anderem fällt die Energie der Medienwechsel weg. Ich muss dazu sagen, mich hat das nicht wirklich gestört. Ich habe in der ganzen Spielzeit bislang nicht einmal mein Medium gewechselt. Keine Ahnung, warum. Aber ich hatte halt nie, ich sag mal, das Bedürfnis dazu. Sonntag werden wir, beziehungsweise morgen, werden wir die Klassen-Reittier-Questreihe, ist das irgendwie richtig ausgedrückt? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls die Questreihe zum Klassenreittier vom Jäger machen. Ich habe dort schon bereits angefangen, werde heute aber nicht weiterspielen, sondern werde dann erstmal gucken, was ich eventuell jetzt schon machen kann, weil manchmal sind ja nur Missionen erledigen und so. Und da muss ich dann mal gucken. Und ich denke, dass das für ein Sonntagsprogramm ganz okay ist. So, wir hatten doch hier noch jede Menge Barfuß. Das können wir eigentlich auch mal verwenden. Das machen wir einfach viel zu selten, ne? So, haben wir jetzt einen Schlüssel? Nee. Ja. So. Wir sollen jetzt hier irgendwas abliefern. Ich das richtig in Erinnerung habe. Raptorköder. Sehr schön. Da kommen sie auch schon. Ja, die Schlüssel haben eine ganz tolle Droprate. Ich bin begeistert. Level up für unser Pet. Aufstehen, hier wird nicht geschlafen.
Mittagsruhe ist vorbei. Weil ich wahrscheinlich gleich ein Nickerchen machen werde. Oh, die Droprate passt mir gar nicht. So, die Ältesten haben auch solche Dinger dabei, das ist gut. Solche Dinger, es nennt sich Schlüssel in Fachkreisen. So, wir brauchen noch einen Schlüssel. Komm schon, drop den Schlüssel. Sehr gut. Perfekt. Hallo. Quest complete. Quest complete. Sehr schön. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg. Ein bisschen durchs Watt. Dir etwas? Die befreiten Gefangenen kehren bereits aus dem Dorf der Hufe zurück. Die Informationen, die sie dem Hauptmann geben können, werden uns im nächsten Kampf gegen die Grimmtoten einen Vorteil verschaffen. So, haben wir noch Platz im Inventar? Nee. Ein Verkäufer ist hier, glaube ich, auch nicht, ne? Man sieht sie. Oder ist hier ein Verkäufer irgendwo? Natürlich nicht. Ja, den Mana-Trank, den brauchen wir nicht. So, der Unteroffizier versucht erst gar nicht, sein Grinsen zu unterdrücken. Gut, damit werden sie wohl den einen oder anderen Überfall aussitzen müssen. Okay. Was haben wir hier? Nichts Besonderes.
Oh, nehmen wir das Buch einfach mal. Seid vorsichtig. Wunderbar. Gut. Dann haben wir die Questreihe fertig. Dann hätten wir jetzt eigentlich nur noch die Deserteure und die makellosen Kriecherbeine. Irgendwie spinnt die Karte gerade wieder rum. Aber ich weiß gerade nicht, wo es die nochmal gab. Da muss ich jetzt nochmal schauen. Ach, die gab es genau. Da mussten wir ja reisen in die Sümpfe des Elends. Gut, dann machen wir heute die Deserteur-Questreihe. Wir lesen uns die Quest nochmal durch. Es war ein ständiger Kampf, in den Marschen präsent zu bleiben, aber durch die Kraft unserer Entschlossenheit konnten wir mehrere Wachtürme in diesem Gebiet zur Verteidigung halten. Die aktuellsten Informationen und Speerberichte, die ich bekam, deuten darauf hin, dass eine Gruppe Deserteure sich in unserem alten Turm bei der verlassenen Wacht südöstlich des Gasthauses eingenistet hat. Der örtliche Anführer der Deserteure ist ein Mann namens Barlos Jacken. Seht zu, ob ihr Informationen über ihn bekommt. Seid gewarnt, Catherine, er könnte sich als harte Nuss erweisen. Gut, dann müssen wir erstmal quer durchs Gemüsebeet, so oder so ähnlich. Ein wenig reisen. Ja, worüber könnte man reden? Gute Frage. Ehrlich gesagt, gibt es ja momentan nicht wirklich viel, was so passiert. Natürlich ist nach wie vor Afghanistan natürlich eine schlimme Situation. Da wird nächste Woche, denke ich mal, sich der Konflikt nochmal zuspitzen. Aber ansonsten passiert ja aktuell nicht so viel. Hamburg dreht ein bisschen frei, habe ich gehört. Finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr drastisch, wie die den Schritt jetzt gehen. Aber es ist im Endeffekt ihr eigenes Bundesland, im Anführungszeichen, ist ja so eine Art Stadtbundesland, also wie in Berlin. Und solange die Gesetzgeber da keine Regel vorschieben, können die das halt machen. Aber ich finde es halt sehr, sehr krass, ne? Also da wirst du mit deiner, ich sage jetzt mal, Freiheit schon sehr eingeschränkt. Ja, ich habe erst im Oktober, ich glaube am 1. Oktober ist es bei mir, ich habe leider hier keinen Kalender vor der Nase, habe ich erst meine Zweitimpfung, weil es mir vorher einfach nicht gelingt, weil ich dort immer Termine habe danach und ich das Ganze natürlich abpassen möchte, dass ich dann nicht eventuell krank werde. Da man ja nicht weiß, wie man auf der Zweitimpfung drauf ist, ne, sollte man das ein bisschen berücksichtigen. So, wir sind gleich da. Ich bin irritiert. Mit wem soll ich jetzt reden? Hier sind doch nur Gegner. Sammelt Informationen und Read von Basil Jackson und den Deserteuren in Düstermarschen. Okay. Nette Hose. Beziehungsweise Rezept in dem Fall. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wann ich Burning Crusade mal wieder streame. Ich habe momentan ehrlich gesagt, muss ich wirklich sagen, keine Lust auf Burning Crusade.
Und es macht halt auch wenig Sinn, dann ein Spiel zu spielen, wo man keine Lust drauf hat. Müsste mich wirklich mal wieder mit dem Char einloggen. Vielleicht mache ich das nach der Aufnahme hier gleich mal. Ich weiß nämlich nicht mal mehr, ob wir in der Gilde waren oder so. Ich glaube schon. Ich glaube, wir waren wirklich in der Gilde mit ihr. So, wo befindet sich denn der? Das ist wahrscheinlich ganz oben, wa? Ah. Also hier kann man wirklich sagen, es ist nicht verkehrt, wenn man ein paar Level drüber ist, weil man sieht ja schon, hier wird ordentlich einen auf die Mütze verteilt. Oh, Barfoot ist auch schon wieder alle. Ah ja, da ist der Balus. Okay. Ed, du kannst dem schon mal mit dem rumspielen. Ich komme dann auch gleich. Schon gut, schon gut. Wir geben auf. Nehmt einfach die Waffen runter. Ich kooperiere. Hat Mumm euch geschickt, konnte seine Drecksarbeit nicht selbst erledigen, was? Reed, dieser Feigling? Wir warfen ihn aus dem Lager hinaus, weil er dauernd die Vorräte der Orga im Brackenwald plündern wollte. So viele sind wir nicht, dass wir es mit diesen hirnlosen Schlägern aufnehmen könnten. Er hat das Fass zum Überlaufen gebracht, daher haben wir ihn sich selbst überlassen. Also ich habe euch geholfen, warum helft ihr jetzt nicht uns und vergesst, dass ihr uns gefunden habt. Sprecht mit Hauptmann Garen Mumm in Terramor über Reed. Okay. So, Flugpunkt haben wir hier hinten nicht, also laufen wir einfach wieder zurück. Jetzt muss ich selber überlegen. Reed ist, glaube ich. War das der, der mit dem Diplomaten? Nee, das war jemand anders, glaube ich, ne? Ja, Sümpfe des Elends. Da müsste man in die Dunkelküste, wollte ich bald sagen. Nee, nicht ganz. In den Dämmerwald und dann rüber. Könnte man sich vielleicht für nächste Woche überlegen. Da würde ich natürlich aber offline schon mal in den Dämmerwald reisen, weil das wäre ja dann wirklich verlorene Aufnahmezeit, wenn wir dann bis in den Dämmerwald reisen. Das ist nicht notwendig. Das kann ich offline erledigen. Ich muss mal schauen. Ich glaube, Blizzard hat doch mittlerweile irgendwie sowas ähnliches wie einen Group Finder hier eingebaut. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob das nur in Burning Crusade funktioniert oder ob das jetzt auch in Classic Content funktioniert. Da muss ich nochmal mich schlau machen. Weil eigentlich wäre es echt mal wieder zur Abwechslung mal schön, wenn wir mal wieder in die Indie gehen würden, denke ich. Das ist eigentlich mal wieder fällig. Wir waren jetzt, glaube ich, das letzte Mal Gnomeregan.
wenn ich mich nicht irre. War jetzt aber nicht sonderlich spannend. Das hat zwar Loot gebracht, aber EP-technisch nicht viel. Jetzt müsste ich mal schauen. Atlas Loot. Ach nee, da können wir ja gar nicht gucken. Ich weiß gar nicht, welche Innie jetzt als nächstes kommt. Atlas. Ja, wir waren den ganzen Klosterkram, haben wir nicht gemacht. Uldaman wäre theoretisch eine Möglichkeit, ist aber eine sehr große Inni. Versunkener Tempel wäre auch möglich, aber das erst ab 44. Warum Gnome-Regal bis 40 geht, fragt man sich auch. Das erschlägt sich mir nicht ganz. Welcher normale Mensch mit 40 noch zu Gnome-Regalen geht. Ja, am liebsten würde ich wirklich das scharlachrotes Kloster mal alle Teile laufen. Aber wir können auch natürlich, das ist auch möglich, im späteren Verlauf Innis noch nachholen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Verlies gegangen sind. So, was haben wir noch? Kalimmendor. Was haben wir da noch? Ja, Düsterbruch dauert natürlich noch eine ganze Weile. Höhlen des Wehklagens waren wir definitiv nicht. Krall der Klingenhauer waren wir auch nicht. Maraudon. Maraudon wäre auch eine Option. Ist auch aber eine sehr große Inni. Die schwarze Grotte haben wir nicht gemacht, obwohl das eine Allianz-Ini ist. Aber da findet man halt auch keine Leute für. Ja, und Zul'Farrag wär eine Option. Wir sind 42, Zul'Farrag wäre auch eine Option, die man jetzt angehen könnte. So, wir haben hier beim Hauptmann noch eine Quest. Da möchte ich mal schauen, was das für eine ist. Meine Späher haben von einem Schiffswrack nahe des Strandes am Nordosten berichtet. Schiffswracks sind hier draußen zwar nicht ungewöhnlich, aber den Berichten zufolge tragen die Überlebenden auch alte rote Kopftücher. Alle rote Kopftücher. Die Defias sind Handwerker und Zunftgenossen, keine Seefahrer. Was haben sie bei einem Schiffswrack auf einem Kontinent, der sie nicht interessiert, zu suchen? Man sagt, ihr Anführer residiert auf einer großen Insel, die nicht weit von der Küste entfernt, nordöstlich des Turms liegt. Tötet ihn und nimmt alle Dokumente an euch, die ihr in seinem Besitz findet. Okay, die können wir auch eigentlich mal annehmen. Wir geben jetzt aber heute erstmal die. Hallo? Wieso kann ich denn hier nicht aufsitzen? Jetzt. Die Befehle, die Deserteur-Quest ab. Er hat auch noch eine Quest für uns. Also ein paar Aufgaben können wir hier noch erledigen. Ich glaube, der ist in der Burg drin. Da. Seid gegrüßt. Ich schicke Leutnant Kaldenbrunn, damit er sich um die Deserteure bei der verlassenen Wacht kümmert. Darüber hinaus befehle ich ihm, Reed zu suchen. Der Sumpf ist nicht so groß und ungangbar, dass er ihn nicht finden könnte. So, was haben wir hier?
Hier sollen wir noch mal zum Gasthaus. Ah ja, hier geht es noch mal um die, um diese Ruinen, die wir entdeckt haben. Also wir werden hier noch, denke ich mal, nächste Woche auf jeden Fall noch was zu tun haben. Eventuell werde ich aber nächste Woche erstmal in die Sümpfe des Elends mit euch reisen. Das ist einfach mal ein anderes Gebiet. Dort gibt es definitiv nicht viele Quests, aber einfach mal ein bisschen Abwechslung in das Ganze reinbringen. Und wir sind definitiv auf jeden Fall irgendwann wieder im Schlingendorntal. Aber das bringt alles Erfahrung und uns bringt das alles ein Stückchen weiter. Und ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Samstag. Wir hören uns, wenn ihr möchtet, morgen zu einem neuen Stream. Ansonsten spätestens nächste Woche zu einer neuen Folge von WoW Classic wieder. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß.